Hussa und herzlich willkommen zurück bei Deponia, wo wir neben einem sehr, sehr nervigen Zuckerwattenapparat stehen und jetzt den Raum verlassen. Denn hier haben wir soweit, glaube ich, erstmal alles erledigt. Und jetzt gehen wir mal zur Eingangshalle und sehen uns an, was es hier so zu tun gibt. Beleuchtet hat. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Oh. Okay, so hier oben leuchten Lampen eines kaputt. Beleuchteter Torbogen, ach, das gehört alles dazu. Candy Shop also. Erklärt die ganzen Süßigkeiten. Naja, dann gehen wir mal weiter nach unten. So, was haben wir denn hier? Nichts. Und eine Klappe. Und eine Nische. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Genau. So, können wir da reingrabbeln? So, wir können die Klappe nur wieder zumachen. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Ach so. Wir müssen also irgendwie Licht da reinmachen, habe ich so das Gefühl. Er sagt ja eine Fackel rein. Entschuldigung. Gut, dann wissen wir, was wir schon mal zu oben geht zum Turm. Hier geht es zur Bahnhofshalle. Das sind auch die einzigen Sachen. Dann gehen wir mal zur Bahnhofshalle. Mir wundert, dass wir hier nichts machen können. Jetzt auch eine Klappe. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel drumherum. Das kann. Oder okay. Nur. So. Das eine Lampe. Einzige Licht hier hinten. Die müssen wir doch irgendwie. Aber. Der gute Fisch. Den überlasse ich doch nicht den Maden. Ha, da kommen sie auch schon und jubeln. Nein, Moment mal. Sie winken ab. Süß. Oh Gott. Können wir den essen? Mmh. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Ah, okay. Ist sie echt? Oh Gott, tust nicht. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Ja. Mir kommt gerade eine Idee. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Kann es echt zerdrückte Mosaikscheibe? Nur Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Kann ich den Kaugummi auch essen, wo wir schon dabei sind? Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Ja, lecker. Gekautes Kaugummi und Stock. Da kleben noch Fischreste dran. Om nom 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 nom. Super. Ich habe eine Idee. Ist es wirklich so? Ich weiß nicht, warum mir das jetzt direkt einfällt. Wir gehen mal hoch zum Candy Shop. Wir haben hier jetzt auf Phosphor gestellt, das Ganze. Wir haben einen Stock und holen uns jetzt mal lecker Zuckerwatte. Und jetzt haben wir eine Phosphor-Zuckerwatte. Kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Ich glaube, das ist auch der Hinweis gewesen auf das, was ich meine. Aber du solltest das eigentlich nicht essen. Entschuldigung. So, zur Eingangshalle. Jetzt ist die Frage, Phosphor ist ja eine Substanz, eine Chemikalie, die im Dunkeln leuchtet. Das weiß man ja zum Beispiel von diesen unsichtbaren Stiften, die man hatten wir früher in der Schule immer. Das war mal mega der Hit. Da hatte man dann so einen Stift, da konnte man dann auf einen Zettel schreiben und niemand hat das gesehen, weil man hat nichts geschrieben, wie mit einem Tintenkiller. Und wenn man dann aber mit einem UV-Licht oder sowas, was meistens da dran gebaut war, dann drauf geleuchtet hat, dann hat man immer den geheimen Satz gelesen. So konnte man auch immer geheime Nachrichten untereinander schicken. Ach, schön. Und so konnte man immer behaupten, man hat seinem Kollegen nur ein leeres Blatt geliehen und die Lehrer konnten die Nachricht vorerst nicht lesen. Natürlich sind die irgendwann dahinter gekommen und man hat ganz normal weitergeschrieben, sich Briefchen im Unterricht. Macht man ja immer. Aber naja, egal. Auf jeden Fall Phosphor-Zuckerwatte. Passt das? Geht das? Der Stock passt in die Halterung. Aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Dann nehmen wir die Zuckerwatte mal wieder mit. Und jetzt habe ich nämlich noch eine Idee gehabt, wo ich die Lampe gesehen habe.
Phosphor muss nämlich, das ist auch bei solchen Figuren so oder so, man kann die mit Licht aufladen quasi. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. So, und jetzt haben wir leuchtende Phosphorzuckerwatte. Und was bringt uns das? Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Oh, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grill-Donnerstag. Ach so. Na, wir nehmen erstmal wieder mit. Ich weiß nicht, können wir alle auf einmal beleuchten, dass wir uns mehrere Fische holen und so? Aber zuerst hier rein, was auch immer uns das bringt. Ich habe den Timer gar nicht gestartet. Hihihi. Und was sehen wir jetzt? Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Naja, okay. Aber viel bringen tut uns das gerade nicht. Wir lassen es mal so. Ich habe jetzt gedacht, wir kriegen einen Hinweis auf das Leuchterätsel oder so. Aber es ist ja sehr bezeichnend. Die Oberschicht verletzt die Unterschicht und dies und das. Und auf Deponia lebt im Moment ja nur Schrott. Naja, wir gehen mal zum Turm. Schwupps. Was hat es hier? Hier hat es einen Kran. Ein Kran mit Magnetkopf. Schick. Wir haben eine Eingangshalle. Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Eine Tonne mit Wasser. Kofferraum? Gabel? Was zum... Nein, wir gucken mal, ob wir die Tonne mit Wasser nehmen können. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Oh. Ja, Tümpel. Das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Ach so, schade. Hier hinten geht's nirgendwo lang. Kofferraum. Kommen wir da rein? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay, was haben wir? Hier haben wir einen offenen Motor, eine Gabel. Ich krieg schon wieder Hunger. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ja, ist ja gut, wir kommen da hinten nicht dran. Ich hab's ja verstanden. Hupe, dies, das. Ein Schnabeltier-Kuscheltier. Wie bescheuert. Ein Schnabeltier-Kuscheltier. Ich spare mir meine Okay. Ja, hier können wir nichts machen. Dann gehen wir wieder zurück. Wir haben immer noch das Kaugummi, aber ich glaube, wir waren hier hinten ja noch nicht raus. Verdreckte Mosaikscheibe. Ach, wir können ja auch nirgendwo hin. Ich dachte, wir können hier noch durchgehen. Kriegen wir die mal denn irgendwie sauber mit dem Kaugummi oder was? Bevor ich hier zu Werke gehe, muss ich aber erstmal sauber machen. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Oh Gott, Rufus, pass bloß auf. Gut, hier geht's doch weiter. Kieselstein. Ein Stein. Fehlt nur noch das Getriebe. Können wir die Steine nehmen? Und jetzt einfach mal Interesse halber, weil's ja geht. Wir gehen mal raus. Die Musik ist auch wunderschön gerade. Wenn wir jetzt hier hingehen und mit dem Kieselstein die Mosaikscheibe einschlagen, geht das? Warum auch immer wir Wer das tun sollten. Wer gern zu Haus mit Steinen wirft, sollte kein Glashaus mieten. Ach so. Wer gern zu Haus mit Steinen... Ach so, geht leider nicht. Naja, war eine Idee. Dann gehen wir mal weiter. Hier rüber. Denn da fächert sich das Bild weiter auf und wir können zum Fahrstuhl gehen. Und was haben wir hier? Eine Öltankklappe. Kontrollen. Naja, super. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Toll, du musst es ja unbedingt sagen. Die Uhr ist stehen geblieben, aber auch das wird mich nicht aufhalten. Ah, hier ist noch ein Putzschrank. Und dafür haben wir einen Wischmopp. Ein Mob muss doch zu irgendwas gut sein. Und Seife? Die Seife ist dreckig. Ha, was machst du jetzt, du aufgeblasener Hygieneklumpen? Naja, nehmen wir mal beides mit. Liegt da noch was drin? Ein Eimer.
Ich sehe einen potenziellen Sturzhelm mit Propellerantrieb oder einen Blumentopf für schnell wachsende Riesenranken. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Ja, aber ich habe eine Idee, was wir mit dem ganzen Zeug anstellen können. Vorerst Putzschrank wieder zumachen und erstmal die Kontrollen ansehen. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. Oh. Können wir denn... F, das war's nicht. Das vielleicht. R-U... Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Naja, geht nicht zur Plattform, geht das? Verdammt, funktioniert denn hier gar nichts? Okay, es funktioniert nicht, bing! Weil wir den Code brauchen. Ich nehme an, wir müssen das Ding sauber machen. Wir können es aber im Moment nicht sauber machen, weil der Eimer kein Wasser hat. Aber wir haben ja schon gesehen, wo wir einen Eimer mit Wasser haben. Also irgendwie weiß ich nicht, warum mir die ganze Zeit jetzt die Ideen kommen. Das ist ja ganz anders wie in der letzten Aufnahmesession, wo wir uns ja in der ersten Folge gar nichts hinbekommen haben. Schön, freut mich ein bisschen. Eimer und Wasser. Ich habe nicht in die Lösung geguckt oder so, falls das jetzt irgendjemand vermutet. Schöpf. Cool. Und weiter geht's. Vielleicht können wir jetzt auch erstmal die Seife ins Wasser. Hm, schaumig. Sehr geil. Eimer mit Wasserseife. Schön, dass es immer noch grün leuchtet tatsächlich. Und jetzt verdreckte Mosaik-Scheibe. Eimer. Kann man den Wischmopp jetzt damit kombinieren? Wischmopp mit Seifenwasser. Bitteschön. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Schön macht er das. Oh. Mist. Der Wischmopp ist zerbrochen. Natürlich ist er das. Na, so ein Jammer aber auch. Ah, wir können den Mob noch behalten. Was haben wir hier? Hier ist ein Loch. Da fehlt ein Stück Scheibe. Und eine Klappe. Nische. Da fehlt ein Stück Scheibe. Können wir vielleicht... Hier? Wär gern zu Haus mit Stein... Nein. Warum geht das denn nicht? Das ist doof. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Zuckerwatte wieder mit. Von hier hinten, das geht ganz einfach. Er sagt immer, er hat keine telekinetischen Kräfte, aber jetzt das. Na super. Da rein bitte. Und das Mosaik zeigt, wie das Hochboot Deponia verlässt. Genau wie ich bald. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Mist. Ah, verdammt. Geschichte von Deponia. Ja, da haben wir jetzt herausgefunden, wie die Leute... damals Deponia verlassen haben. Können wir hier jetzt mit dem Kieselstein ins Loch vielleicht? Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Ach so. Dann reingrabbeln geht aber nicht. Kann ich denn... Ja, ist ja gut. Ich weiß nicht, warum ich das kaputt machen will. Mobstange Nein, vielleicht? Hier ist Hand... Okay, Handarbeit also. Kaugummi. Kann so ich das kleben? So viel Klebefläche und so wenig Kaugummi. Wie soll man sich da entscheiden? So viel Klebe, wie soll man... Okay, ich wollte schon sagen, wir können den Mob wieder zusammenbauen. Huch. Upsi. 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 Ja, wir kamen gut voran. Und jetzt brauchen wir ein Stück Scheibe. Können wir mit dem Stock denn hier... Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. Ah, so. Oh. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Da liegt einfach ein Mosaikstein auf dem Boden rum. Können wir den einsetzen? Zapperlott, der Stein hält nicht. Und nun? Kaugummi! Nettes Geräusch. Und jetzt... Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sind ja mehr Teile. Huch. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Oh. Ich dachte, wir müssen jetzt, die anderen Scheiben noch finden. Das war eigentlich mehr Glück.
Wir hören uns erstmal die Anleitung an. Bei diesem Mosaik hat irgendwer bereits die gröbste Arbeit erledigt. Die Scheibe ist in Einzelteile zersprengt, aber nun bleibt nur noch das vergleichsweise simple Zusammenbauen, deren Arbeitsschritt den Rufus normalerweise an weniger kompetente Langweiler delegiert. Als Puzzlemeister weiß Rufus natürlich, dass er nur bestimmte Mosaikteile aneinander passen. Da er noch nicht weiß, aber hier erfährt, ist, dass sie mit der rechten Maustaste drehen kann. Haben wir ja schon instinktiv gemacht. Ich mag solche Rätsel eigentlich auch. Das war jetzt wirklich mehr Zufall wie alles andere. Okay, wir brauchen hier eine Ecke. Wir können uns ja erstmal an den Randlinien hier langhangeln quasi. Wir brauchen hier also ein Stück, was eine durchgehende Länge hat, oder? Da ist unser gelber Stein mit dem Kaugummi. Schön, dass das drauf gemalt ist. Hier. Ja, wir probieren es auf jeden Fall mal. Keine Ahnung. Ob und wie wir das dann hinkriegen. Der hier hin? Geht das? Das sieht auf jeden Fall nicht falsch aus. Und das geht auch ganz gut. Wir gucken mal. Die Dinger haben ja immer eine bestimmte Ausrichtung, wie man sie irgendwo platzieren kann. Naja, mit dem können wir nichts anfangen. Ich suche den wir da reinsetzen können tatsächlich. Das sieht gut aus. Try and Error. Wir hören uns natürlich Poki noch an gleich. Keine Angst. Aber im Moment, wir wissen ja, der spoilert manchmal ja ganz gerne. Deswegen möchte ich das erstmal so versuchen. Das könnte auch passen. Könnte der jetzt da so rein? Nein. Will er nicht? Warum nicht? Okay. Gut, dann will er das nicht. Das sieht doch auch gut aus, genau. Wie gesagt, ich habe die Sachen nicht nachgeguckt oder sonst was. Ich mag solche Rätsel einfach. So ein bisschen rumpuzzeln und so. Gibt ja auch genug Handy-Apps mittlerweile mit solchen Spielen. Mir fehlt hier unten noch die Connection quasi. Hier oben muss doch so einer rein, irgendwie. Davon haben wir aber nur die drei hier. Und der passt gar nicht. Das passt auch überhaupt nicht. Oh, das passt. Na gut. Was ich hier mache, ist raten. Also keine Angst. Ich rate mich gerade hier so ein bisschen durch das Rätsel dahin. Ah, das passt. Ich nehme mal ein Steinchen, guck, wie das so aussieht mit den ganzen Sachen hier. Wo der hinpassen könnte und wo nicht. Und dann passt es irgendwie. Aber so nicht. Blauer Stein. Gibt es auch Farbmuster, die wir beachten müssen? Nein. Na gut, wir gucken einfach mal weiter. Ah, der könnte doch hier sein. Genau, weil wegen dieser einen durchgehenden Linie hier unten. Im Moment scheint das Ganze gut zu laufen. Nein, obwohl, der sah doch gut aus. Wir basteln mal ein bisschen mit dieser chilligen Musik. Nein. Und das? Ich bin gerade ruhig, um mich zu konzentrieren. Nicht, dass sich jemand wundert, oh, warum sagt er nichts? Guckt er gerade nebenbei im Handy auf die Lösung? Nein, tut er nicht. Dafür bin ich gar nicht schlau genug. Um auf so eine Idee zu kommen, tatsächlich. Außerdem löse ich sowas gerne selbst. Das macht doch Spaß. Ihr müsst euch das halt angucken. Ich glaube aber sowieso, dass die Folge Überlänge bekommt. Kann das hier hinpassen? Ich nehme einfach jeden Stein und probiere den mal aus. Für die das Rätsel selber lösen möchten oder schon getan haben. Ich probiere einfach nur jeden Stein aus gerade. Und wenn einer passt, freue ich mich wie ein Schneekönig. Hier muss auf jeden Fall so einer rein. Keine Frage. Aber das muss dann der sein. So. Gibt es ein Muster, was es hier zu erkennen gibt? Ich weiß es gar nicht. Naja, mittlerweile sind nicht mehr so viele Steinchen. Die fehlen, genau. Das passt da rein. Dann passt der hier rein. Und, na, bevor wir jetzt den reinmachen, er sagt, oh, das letzte Ding füge ich selber mal ein.
Poki, bitte. Es gibt auf jeden Fall eine große und wachsende Fraktion oder vielleicht auch schrumpfende, ich weiß es nicht, wie sich da die Grenzen bewegen. Es gibt auf jeden Fall diese Fraktion von Leuten, die Minigames nicht ausstehen können und sagen, das ist weg mit dem ganzen Mist. Und extra für die habe ich so den halt einmal Freundschaft zu zwinkern über die Schützengräben und echten Nasenlagerung hinweg. Also das Krieg zwischen den beiden Fronten quasi, die Minigamer und die Nicht-Minigamer. Bekriegen sich, wer hat die besseren Waffen. Genau, wollte ich einen Augenzwinkern hinüberwerfen, auf jeden Fall zwischen diese verhärteten Fronten. Und zwar, indem ich mal so richtig den Spieler ein Minigame kaputt machen lasse. Ich habe das schon vorher probiert bei Whispered World, siehe Audiokommentar dort. Ich werde es auch noch später probieren, siehe Audiokommentar von Chaos of Deponia beim nächsten Spiel. Aber hier mache ich es eben auch, Minigames kaputt machen. In der Zukunft wird jeder mindestens ein Minigame kaputt machen. Okay. Naja, was ich überhaupt cool finde, ist dieser Überspringen-Knopf. Das heißt, wenn wir das jetzt gar nicht hinkriegen sollten irgendwie, könnten wir das Spiel auch überspringen und müssen uns damit gar nicht so rumärgern. So. Da fehlt doch was. Das ist doch nie im Leben. Moment mal. Da fehlt doch was, da ist doch nicht, da fehlt noch eine Scheibe und wir machen uns hier so eine Mühe. Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Ich verstehe, Minigame kaputt machen. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh. Komm schon. Rein, geh rein. Verdammtes Ding, du sollst... Upsi. Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Mosaiksteine. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. Hauptsache, er frisst Kaugummi, wo Scheiben drin waren. Können wir die Steine, die können wir nicht aufheben. Aber was haben wir hier? Ein Sicherungskasten. Und hier ist eine Taschenlampe. Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Zack. Und ein Sicherungsschalter. Das System rebootet. Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Schön, ist herrlich. Na gut, jetzt zum Fahrstuhl. Jetzt wissen wir den Code, ja? R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Oh, geht doch. Sehr geil. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Was ist das für ein Geräusch? Ich bin so ein Idiot. Egal. Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich rede die ganze Zeit von Überzeiten hier und da und ich spiele einfach weiter, weil es einfach so viel Spaß macht tatsächlich. Und wir kommen weiter, das macht die ganze Sache noch viel spaßiger. Aber an dieser Stelle ein Folgen-Cut. Wir sehen uns, wenn ihr Spaß dran habt, seht ihr in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und... Bis dann. Ciao. Du
alte Memme, denkst du hast Probleme, weil etwas abwascht, die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, Gedenke der Väter, sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Dann mal weg. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf nem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Gehirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Husser, es geht ums Prinzip. Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Golds Zeitzeugen hernach erzählen, ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen, von der Belohnung mal abgesehen. Doch jetzt heißt es Husser! Gutes Gelingen, Husser auf gutes Gelingen.